Damit kommen wir zum Ordnungspunkt, der heißt Aktuelle Stunde zum Thema Prioritäten des Doppelhaushalts 2021-2022 in der mittelfristigen Finanzplanung. Einreicher war die CDU-Fraktion und ich darf Herrn Krüger bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns im Moment in der schwersten Krise seit dem Zusammenbruch der Finanzmärkte 2008. Es gibt Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, dass das Ausmaß der damaligen Einschnitte sogar noch übertroffen werden könne. Dennoch stehen sowohl der Stadtverwaltung als auch uns als Rat vor der gemeinsamen Aufgabe, einen Haushalt für die kommenden beiden Jahre aufstellen zu müssen. Einen Haushalt, der von deutlich gesunkenen Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Ausgaben in einzelnen Bereichen, zum Beispiel bei Personal- und Sozialleistungen, gekennzeichnet sein wird. Auch wenn der Freistaat einige durchaus als kreativ zu bezeichnende Instrumente an die Hand gegeben hat, die klassische Haushaltsdisziplin zu umgehen und sowohl das Land als auch der Bund gewaltige Summen an Schulden aufgenommen haben, um die Folgen der Pandemie abzumildern, bleibt eines dennoch unumgänglich: Wir müssen sparen. Ich kann daher nur davor warnen, jetzt sofort wieder in alte Reflexe zu verfallen, wie es teilweise hier und da bereits zu lesen war. Weder wird uns die völlig einseitige Fixierung auf die Finanzierung von Sozialdienstleistungen, wie es die linke Seite propagiert, weiterhelfen, noch die ausschließliche Konzentration auf einen vorgeblich ökologischen Gesellschaftsumbau, wie es teilweise aus der grünen Ecke zu hören war. Wir müssen Lösungen finden, die allen Bürgern unserer Stadt gerecht wird. Wer jetzt ausschließlich Klientelpolitik betreibt, wird seiner Verantwortung für die Stadt nicht gerecht. Diese Aufgabe müssen wir uns gemeinsam stellen. Das wird nur mit Kompromissen gehen. Für uns ist allerdings entscheidend, wie der kommende Haushalt hinsichtlich seiner Zukunftssicherheit aufgestellt sein wird. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft noch Einnahmen erzielen können, mit denen wir unsere Ausgaben komplett bestreiten können. Und Einnahmen erzielen wir in erster Linie durch die Steuern von Unternehmen, Arbeitern und Angestellten sowie Drittmitteln von Bund und Land. Sehr kritisch, und ich denke, das wissen Sie alle, stehen wir einer Schuldenaufnahme gegenüber. Schulden sind immer ein Sündenfall an unseren Kindern und Enkeln. Das, was wir heute an Schuldenlast aufnehmen, werden nachfolgende Generationen zu tragen haben. Oder anders gesagt, wir finanzieren unser heutiges Leben mit dem Geld unserer Kinder. Das Ausmaß der jetzigen Krise ist allerdings so gewaltig, dass es dennoch richtig sein kann, darüber nachzudenken, zur Vermeidung weiterer schlimmer Konsequenzen über eine vorübergehende Kreditfinanzierung von Investitionen, und ich betone, von Investitionen, nachzudenken. Das vom Oberbürgermeister ins Spiel gebrachte Modell eines eng begrenzten und mit einem klaren Tilgungsplan ausgestatteten negativen Sondervermögens ist etwas, worüber wir diskussionsbereit sind. Allerdings darf dieses Sondervermögen nicht so enden, ältere Stadtratskollegen werden das noch kennen, wie damals die Liquiditätsreserve. Ein wildes Hauen und Stechen mit wechselnden Mehrheiten und ohne klare Linie. Es ist vorher klar festzulegen, wofür diese Mittel eingesetzt werden. Und davon dürfen dann keine Abweichungen oder Sonderwünsche mehr zugelassen werden. Das gilt im Übrigen für die Verwaltung, aber auch für uns als Stadtrat. Das vom Freistaat ins Spiel gebrachte Modell, vorübergehend auf die Notwendigkeit eines ausgeglichenen Haushaltes zu verzichten, ist für uns in diesem Zusammenhang keine Option. Aber selbst wenn man zu dem Schluss kommt, für einige dringend notwendige Investitionen eine Kreditaufnahme in Betracht zu ziehen, kommen wir an der Notwendigkeit von Einsparungen nicht vorbei. Der Oberbürgermeister und die Beigeordneten haben nach ihrer gemeinsamen Klausur dazu einige Vorschläge auf den Tisch gebracht. Dazu gehören der Verzicht auf die Schaffung neuer Stellen, der Verzicht auf Tarifsteigerung, Verzicht auf die Robotronkantine, pauschale Kürzung von Sachmitteln, Kürzung der Stadtbezirksbudgets und noch einige weitere. Zur Stabilisierung der Einnahmen wurde vorgeschlagen, die Park- und Kita-Gebühren anzuheben. Es ist jetzt an uns, diese Vorschläge zu bewerten und gegebenenfalls Gegenvorschläge zu unterbreiten. Zweifellos müssen wir uns auch nochmal die investiven Budgetreste anschauen. Wir haben schon wieder Budgetreste in Höhe von 375 Millionen Euro angehäuft.
Mittel für geplante Investitionen, die bisher noch nicht realisiert werden konnten. Hier gilt es abzuwägen, sind alle diese Projekte tatsächlich noch notwendig oder ist die Zeit über sie schon hinweggegangen? Wo wir bei einem Kernproblem in unserer Verwaltung sind. Investive Budgetreste lassen sich weitgehend durch eine Optimierung der Verwaltungs- und Bauabläufe vermeiden. Die Verwaltung doktert daran schon seit einigen Jahren, wie wir sehen, mit sehr mäßigem Erfolg. Hier ist die Krise eine Chance, Strukturen mit Nachdruck anzupassen, um die zur Verfügung stehenden Mittel auch tatsächlich einsetzen zu können. Das ist ein klarer Arbeitsauftrag an den Oberbürgermeister. Auch die Standards, mit denen wir bauen, gehören in dieser Zeit auf den Prüfstand. Muss es wirklich immer das Schönste, Teuerste und Beste sein? Brauchen wir jedes Mal einen Architektenwettbewerb? Reicht es nicht ab und zu mal mit einem Typenbau? Muss wirklich an jeder Baustelle Kunst am Bau realisiert werden? Natürlich gibt es für alle Seiten Argumente, aber in Zeiten knapper werdender Mittel müssen Prioritäten gesetzt werden. Es liegt an uns, Abwägungen zu treffen und am Ende Entscheidungen zu fällen. Am Schluss noch eine Anmerkung, weil ja sich so viele von uns leidenschaftlich am Fernsehturm abarbeiten. Ja, das ist in gewissem Maße eine Luxusdiskussion. Allerdings ist der Turm auch ein Denkmal und damit schützens- und erhaltenswert. Er bringt die Leistung der DDR-Architektur und Baukunst auf jeden Fall besser zum Ausdruck als die Robotronenkantine. Entscheidend aber ist, dass wir 3/4 der geplanten Sanierungskosten gefördert werden. Für den Einsatz von 6,4 Millionen eigener Mittel können wir eine Gesamtinvestition von über 25 Millionen Euro stemmen. Auch hier ist es an uns, darüber nachzudenken, was sinnvoll ist, was nicht und wo die Prioritäten für den kommenden Haushalt zu setzen sind. Eins muss aber klar sein, für uns ist es klar, Grundlage für die Wiedereröffnung des Turmes muss ein Betreiberkonzept sein, welches ohne städtische Zuschüsse auskommt. Das jetzige Hausaufstellungsverfahren ist sicherlich nicht einfach und mit besonderen Herausforderungen verbunden. Ich bin aber überzeugt, wenn wir alle konsequent das Wohl unserer Stadt und der in ihr lebenden Menschen in den Mittelpunkt stellen und jeder auch ein Stück Kompromissbereitschaft zeigt, werden wir diese Herausforderung meistern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit der Einreicher. Jetzt kommen wir in die Fraktionsrunde. Wie ich eingangs gesagt habe, es beginnt die SPD-Fraktion. Frau Dr. Vogel, bitte. Bürgermeister, sehr geehrte beigeordnete Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen Stadträtinnen und Stadträte. Wir als SPD-Fraktion sind der CDU dankbar für diese Aktuelle Stunde zur mittelfristigen Finanzplanung mit Blick auf den zu erstellenden Doppelhaushalt 21/22. Dankbar deshalb, weil diese Aktuelle Stunde ein Bewusstsein dafür schafft, dass wir im kommenden Haushalt noch sorgfältiger arbeiten und genauer abwägen müssen, was noch finanzierbar ist, als es alle Beteiligten hoffentlich ohnehin schon bei jeder Haushaltsplanaufstellung tun. Denn dieser Haushalt wird ein besonderer Haushalt. Diesmal stellen wir den Haushalt auf, der unmittelbar auf die großen Einnahmeausfälle aus der Corona-Pandemie folgt. Diese Einnahmeausfälle für Dresden werden sich nicht nur auf das Jahr 2020 beziehen, sie werden auch unseren zu erstellenden Doppelhaushalt 21/22 betreffen. Wir als Mitglieder des Finanzausschusses werden als Erste aufgerufen sein, bei der Erstellung des Haushaltes die Lücken in demselben zu schließen, die Corona hinterlassen hat. Die Lücken, die wir aber auch selbst mit bestem Wissen und Gewissen als Stadträtinnen und Stadträte in diesen Haushalt hineingerissen haben. Ich nenne nur, völlig unabhängig von Corona haben wir dem städtischen Klinikum Kassenkredite in Höhe von 10 Millionen Euro bewilligt. Das Klinikum wird auch, das wussten und wissen wir alle, im nächsten Jahr Geld brauchen, bevor es sich hoffentlich ab 2023 konsolidieren kann. Wir haben Corona-bedingt eine Soforthilfe für Dresdner Kleinstunternehmer in Höhe von weiteren 10 Millionen Euro beschlossen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben auf Sondernutzungsgebühren für die Stadt Dresden in einem Volumen von 400.000 Euro verzichtet, um das Gaststättengewerbe zu unterstützen. Und dazu müssen wir unfreiwillig und Corona-bedingt hinnehmen, dass allein die Beherbergungssteuer mit einem Verlust von 4 Millionen Euro zu Buche schlägt,
Wie die Einnahmeausfälle im Kulturbereich noch gar nicht konkret beziffern können, wir aber sehr wohl wissen, dass es sie gibt. Und schließlich, dass unsere städtischen Gesellschaften, ich nenne nur die DVB, den Zoo und auch die Messe, wo wir heute hier tagen, einen erhöhten Zuschussbedarf haben werden. Sicher erfahren wir im Nachgang zu der Aktuellen Stunde durch unseren Finanzbürgermeister noch mehr Details zu den zu erwartenden Einbußen. Kurz, wir müssen vor diesem Hintergrund und nach der Steuerschätzung im Herbst und dem Finanzzwischenbericht mit den dann bekannten harten Zahlen und Fakten unseren künftigen Haushalt aufstellen. Denn unsere, auch durch die Corona-Soforthilfemaßnahmen bedingten städtischen Einnahmeausfälle werden, anders als im Grimmschen Märchen vom Sterntaler, nicht über Nacht mit Gold belohnt und aus Sternen Euro werden. Ja, aber sagen Sie jetzt, wir haben doch das zu erwartende Geld von Bund und Land. Nun ist ja alles gut, so schlimm wird es schon nicht kommen. Das wird doch alles kompensiert. Wer so redet, hat die Pointe des Märchens Sterntaler nicht verstanden. Sie erinnern sich, das arme Waisenmädchen mit gutem Herzen schenkt noch ärmeren Menschen, die es unterwegs trifft, alles, was es hat. Als es nun gar nichts mehr besitzt, außer seinem Nachthemd und die Nacht kalt und finster hereinbricht, schaut es zum Himmel und plötzlich fallen die Sterne herunter, direkt in das zur Schürze aufgespannte Nachthemd des Mädchens hinein. Aus den Sternen werden Goldtaler und die Not des Mädchens hat fortan ein Ende. Und was meinen Sie, für was das Mädchen seine goldenen Sterntaler danach wohl ausgab? Der Vorgeschichte zu urteilen, für viel Gutes, aber bestimmt nicht für die Sanierung eines überteuerten Fernsehturms, der einige wenige Dresdner gegebenenfalls in Entzücken versetzen mag, dafür aber die übrige Bevölkerung dazu verdammt, Einschnitte beim sozialen Wohnungsbau der WID bezüglich der Sanierung von Schulen und in der Jugendarbeit im Austausch dafür hinzunehmen. Zwei Dinge sind an diesem Märchen meines Erachtens bedenkenswert für unsere Haushaltsplanung der kommenden Jahre. Zum einen, Sterntaler teilte das wenige, was sie hatte, nicht in der Erwartung oder Intention, etwas dafür zu bekommen. Sie teilte ihr weniges Hab und Gut aus Menschenliebe, aus Solidarität mit den Armen ihrer Umgebung. Und sie unternahm, ohne selbst viel zu besitzen, eigene Anstrengungen, um Unrecht und Armut in ihrer Umgebung zu mildern. Sie erwartete keinen Geldsegen von oben, als sie teilte. Für uns heißt das, die Finanzierungsleistungen von Bund und Land zur Kompensation der Corona-bedingten kommunalen Einnahmeausfälle sind wichtig. Sie sind auch notwendig und wir nehmen sie dankend an. Aber sie entheben uns als Landeshauptstadt Dresden nicht der Eigenverantwortung, eigene Anstrengungen der Kosteneinsparung und des effektiven Haushaltens zu unternehmen, um die haushalterischen Lücken durch und auch ohne Corona zu schließen. Zum anderen, Sterntaler schaut von unten aus Sicht der Halb- und Ohnmächtigen auf ihre Welt und handelt danach. Sie fragt nicht, ob der weltliche Herrscher ihrer Zeit nicht viel eher aushelfen müsste und hält bis dahin ihre Habseligkeiten so lange verbissen fest. Nein, sie hilft mit dem, was sie hat. Diesen Blick, diese Haltung wünsche ich besonders uns Finanzpolitikerinnen und Finanzpolitikern, aber auch uns allen im Stadtrat in den nächsten Wochen und Monaten. Nicht die eigene Wählerklientel zu bedienen, sondern das Wohl aller Dresdnerinnen und Dresdner im Blick zu haben bei der Aufstellung des Haushalts mit einem wachen Auge auf finanzpolitische Ungerechtigkeiten und vor allem einseitige Lastenverteilungen. Der Haushalt 21/22 soll, das ist unser Anspruch als SPD-Fraktion, ein sozialer Haushalt werden. Damit das Geld unseres Haushalts dorthin geplant wird, wo es gebraucht wird und denjenigen zugutekommt, die nicht laut und lobbyistisch gut vernetzt schreien können, sondern auch zu den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, die zu Hause weinen, leise. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, die FDP-Fraktion, Herr Blödner. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Eine Aktuelle Stunde zum Doppelhaushalt 21-22 ist sicherlich aktuell noch eine schwierige Debatte, da vieles noch im Nebel liegt. Erst im September haben wir klarere Planzahlen, haben auch genauere Ausgestaltungen von dem, was Land und Bund leisten. Daher ist noch relativ viel unkonkret. Aber es ist jetzt schon klar, dass wir massive Einnahmeausfälle haben, die den städtischen Haushalt stark belasten. Und da gilt für uns das Vorsichtsprinzip. Entsprechend ist die Haushaltssperre richtig. Und wir müssen für die Aufstellung 21-22 erstmals seit langer Zeit schauen, wo wir sparen können, nachdem in den Vorjahren die Budgets regelmäßig wuchsen. Entsprechend sind auch die verwaltungsinternen Sparvorgaben wichtig und richtig. Dass dort in der aktuellen Debatte ausgerechnet die Grünen als angebliche Partei für Nachhaltigkeit ein weiter so bei den Ausgaben propagieren, irritiert dann doch sehr. Auch finanzpolitisch gilt Nachhaltigkeit. Das bedeutet, man kann nur das Geld ausgeben, das man einnimmt. Ansonsten lebt man auf Kosten künftiger Generationen. Aber es ist auch eine Chance, verschiedene Maßnahmen zu bewerten, zu schauen, wo man eventuell nicht so effektiv ist, wie man es sich vorgenommen hat, zu schauen, wo Maßnahmen ihre Ziele verfehlt haben. Die gute Lage der Vergangenheit hat auch zu sehr leichtfertigen Ausgaben geführt. Gleichzeitig gilt es zu bedenken, es könnte eine zweite Corona-Welle oder ein weit längerer Krisenzeitraum folgen als aktuell angenommen und die Haushaltslage dadurch nochmal deutlich verschlechtern. Dies muss mitgedacht werden und Handlungsspielraum auch für solche negativen Szenarien muss erhalten bleiben. Da sei an Gütersloh erinnert, wenn wir so etwas in Dresden auch erleben, werden wir uns noch wünschen, nur die aktuellen Sparvorgaben erfüllen zu müssen. Wo setzen wir die Prioritäten bei der Haushaltsaufstellung? Zu unterscheiden müssen wir ja im konsumtiven Bereich zwischen den freiwilligen und den Pflichtaufgaben, der Bereich der Investitionen und dann als Dach sozusagen die Verwaltungsumsetzung in Form von Planstellen und Personalbudgets innerhalb der Verwaltung. In dem Bereich der Verwaltung hatten wir in den letzten Jahren durchaus einen relativ massiven Aufbau an Personal. Gleichzeitig hinken wir in der Digitalisierung ein ganzes Stück weit hinterher. Während Corona waren viele Mitarbeiter nicht einmal Homeoffice-fähig. Viele Stellen sind quasi in Corona weggefallen oder waren unbesetzt, weil es technische Möglichkeiten nicht hergeben. Umgekehrt hat die Verwaltung dennoch in vielen Bereichen funktioniert. Da lässt sich dann schauen, wie es besser organisiert werden kann, Planstellen vielleicht in einzelnen Bereichen reduziert werden können. Damit löst man auch parallel das mögliche Fachkräftemangel, wenn man weniger Neubesetzungen aufgrund guter Organisation braucht. Teilweise wurden ja auch in der Vergangenheit Stellen aufgebaut, die zu Recht aufgebaut wurden, die aber aufgrund aktueller Rahmenbedingungen nicht in dem Umfang notwendig sind, beispielsweise im Sozialamt bei deutlich geringerem Flüchtlingszuzug. Es gibt viele Chancen, die städtische Arbeit besser zu organisieren. In dem Zusammenhang sei mal auf die Arge verwiesen, immerhin zu 50% in Trägerschaft der Stadt. Da tut für einen Vergleich gut, wie man Arbeit strukturieren und vergleichen kann, wie man Aufgaben effizient umsetzt und wie man auch in Corona-Situationen voll arbeitsfähig bleibt. Dann haben wir den Bereich der Investitionen, wo für uns Kontinuität durchaus wichtig ist. Dafür sind auch Maßnahmen für teilweise kreditfinanzierte Einzelinvestitionen, beispielsweise wie vorgeschlagen beim Rathausneubau, für uns denkbar, um die extremen kurzzeitigen Einbrüche zu überbrücken. Das muss dann aber in einem angemessenen Zeitraum von maximal 5 bis 8 Jahren auch wieder abgebaut werden. Gleichzeitig schieben wir die Ausgabenreste von über 300 Millionen vor uns her. Es dauert im Schnitt oft ein Jahr länger als geplant in der Umsetzung von Projekten, weil wir einfach keine ausreichenden Ressourcen haben, um das Geld zu verbauen. Da kann man vielleicht auch mal ein halbes Jahr keine neuen Projekte anschieben und den Bestand, den man hat, abarbeiten. Danach angeschobene Projekte könnten dann auch im zeitlichen Rahmen umgesetzt werden. Und dann kommen wir zum konsumtiven Bereich. Das ist die Diskussion, die ja bereits medial schon geführt wurde. Da muss man sich auch über einzelne Beiträge sehr wundern. Wir haben ja einerseits die Pflichtaufgaben, das muss gemacht werden, aber sicherlich kann man an der Effizienz noch was verbessern. Und dann haben wir die freiwilligen Leistungen, insbesondere im Bereich Kultur. Und da wird es dann abenteuerlich. Da macht der Finanzbürgermeister eine interne Verwaltungsvorgabe zu schauen, wie man in der Haushaltsplanung 21-22 seitens der Verwaltung 12% im jeweiligen Teilhaushalt einsparen kann. Mit einer solchen Vorgabe kann man ziemlich viel machen. Das kann beispielsweise bedeuten, dass man einzelne Projekte kippt und alles andere wie gehabt fortführt. Das kann bedeuten, einzelne Dinge stärker zu kürzen, andere Dinge weniger. Aber eine solche Vorgabe bedeutet vor allem, dass man die Verwaltung erstmal mögliche Szenarien entwickeln lässt, die es unsererseits dann zu bewerten gilt. Dafür landet dann ein Haushaltsentwurf in den Ausschüssen und im Stadtrat. Das muss der Weg sein. Aber wenn sich dann die grüne kulturpolitische Fraktionsvorsitzende zwischen der Haushaltssperre 2020 und der Haushaltsaufstellung 21-22 verheddert und nebenbei neue Varianten der Prozentrechnung erfindet, fragt man sich dann doch, wird da bewusst Unfug erzählt oder will man jede Debatte über notwendige Kürzungen von vornherein ersticken damit den Haushalt zerschießen? Vielleicht sollten wir uns Gedanken machen, ob man das kulturelle Vermächtnis von Adam Ries in der Kulturförderung zukünftig etwas stärker gewichtet.
Es ist sicherlich eine schwierige Situation, denn es macht kaum einem Spaß, Gelder zu kürzen und Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen. Aber das ist notwendig und da sollte man ehrlich und offen einzelne Maßnahmen und Szenarien diskutieren, die Notwendigkeit einzelner Ausgaben gegeneinander abwägen und Kürzungsmöglichkeiten auftun. Die solide Finanzsituation unserer Stadt muss aus Sicht der FDP erhalten bleiben. Die Ansätze in den einzelnen Bereichen, dafür habe ich skizziert. Wenn es doch besser wird als erwartet, dann kann man immer noch Geld ausgeben und Projekte wieder anschieben. Vielen Dank. Als nächste Fraktion sind die Freien Wähler an der Reihe. Herr Genschmar. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir finden die Aktuelle Stunde zum bevorstehenden Doppelhaushalt 21/22 sehr hilfreich. Ich durfte an der Ältestenratssitzung mit dem Oberbürgermeister und dem Finanzbürgermeister teilnehmen. Ich fand das Klima bei der Tagung sehr angenehm. Dort wurde sehr sachlich über die schwierige bevorstehende Situation des zu erwartenden Doppelhaushalts schon mal andiskutiert. Wir wissen, was uns die aktuelle Krise in den nächsten zwei Jahren auferlegt, aber nichtsdestotrotz sollten wir als Stadt Dresden trotzdem eine gewisse Demut zeigen, wie es uns in den letzten Jahren ergangen ist. Die Schuldenfreiheit hat dazu geführt, dass wir viel erreichen konnten in allen Bereichen und dies legt auch den Grundstein, dass wir auch in den schwierigen Zeiten viele Handlungsspielräume haben. Für uns als Freie Wähler ist es wichtig, dass wir Pflichtaufgaben und dazu zählen wir aber auch Investitionen und Investitionen in Schule, Kita, in die Kultur, in den Sport, die wir uns aber, so wie es Herr Krüger schon gesagt hat, neu überdenken müssen, ob wir wirklich die Investitionen gerade bei Schulmaßnahmen oder Schulbaumaßnahmen dann immer wieder in Luxusmaßnahmen oder besonderen außenarchitektonischen Gestaltungen darstellen müssen oder ob wir dort ganz einfach Zweckbauten errichten, die ja, wenn wir immer wieder eine lange Diskussion führen über Außengestaltung, über Kunst am Bau, die können wir in den nächsten Monaten und Jahren wohl nicht leisten. Alles. Für uns ist es wichtig, dass wir von Luxusbauten absehen, wenn wir in der aktuellen Haushaltsdiskussion schon wieder darüber sprechen, dass Elternbeiträge oder Parkgebühren erhöht werden, aber gleichzeitig an einem neuen Verwaltungszentrum in der Innenstadt festhalten wollen, glaube ich, dass wir das den Dresdnern sehr, sehr schwer vermitteln können. Zum einen glaube ich, dass die Dresdner, die mit ihren Leistungen ganz wesentlich an der Steuerlast der Stadt Dresden helfen und gleichzeitig auch Parkgebühren sind das, dass wir, wer jetzt heute mal in die Innenstadt geht, sieht, was in der Innenstadt los ist, wie leergefegt die Stadt ist, gerade in den Abendstunden. Und wenn man dann Zeichen setzt, die Parkgebühren nochmal erhöht, dann setzt man ein Zeichen, dass dieser Abschwung, der im konsumtiven Bereich in der Innenstadt bei den Steuereinnahmen dann am Ende eine endlose Spirale weiterführt. Wir glauben, dass es ganz wichtig ist, an der Schuldenfreiheit weiter festzuhalten. Wir glauben, dass wir in den nächsten beiden Jahren ohne ideologische Schranken fraktionsübergreifend für die Dresdner Maßnahmen bilden, die es ermöglichen, möglichst viele Leistungen in Kultur, in Sport und in Maßnahmen für Kinder, für Schüler darzustellen. Und wenn wir das
gemeinsam versuchen zu ermöglichen, ohne ideologische Schranken, dann glaube ich, können wir diese schwierige Zeit auch überstehen. Herr Blödner hat gerade schon gesagt, wir müssen natürlich auch immer denken, wir gehen von einem gewissen Ist-Stand aus. Wir wissen nicht, wie sich die Krise weiterentwickelt. Aus dem Grund sollten wir sehr vorsichtig planen, keine Luxusprojekte in die Welt setzen und glaube, dass das, was wir in der Ältestenklausur begonnen haben, sollten wir auch bei der Aufstellung des Doppelhauses gemeinsam fortsetzen, dass wir für die Dresdner, für die wir auch alle gemeinsam gewählt sind, dort auch in diesen schwierigen Zeiten gut in den nächsten Jahren wirtschaften und das, was wir in den letzten Jahren erwirtschaftet haben, was wir gemeinsam geleistet haben, fortsetzen. Und wie gesagt, die wirtschaftlich guten Jahre haben uns die Grundlage gebildet, auch als Stadt Dresden gut aus dieser Krise herauszukommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Ja, ich freue mich auch, endlich mal eine aktuelle Stunde, die diesen Namen verdient. Die Corona-Pandemie ist aktueller als es uns lieb ist. Sie ist in erster Linie eine medizinische und gesundheitspolitische Herausforderung. Und da möchte ich sagen, die haben wir bisher in Dresden, Gott sei Dank, gut gemeistert. Und dafür gebührt auch den Verantwortlichen ein herzliches Dankeschön. Aber sie ist eben leider auch die größte ökonomische Herausforderung der letzten 75 Jahre, und zwar weltweit. Gerade Deutschland als sogenannter Exportweltmeister ist von der weltumspannenden Rezession sehr stark betroffen. Stotternde Wirtschaft heißt auch, das gewohnte Sprudeln öffentlicher Einnahmen hat ein abruptes und ein drastisches Ende gefunden. Wir glauben zu wissen, welche Auswirkungen auf uns zukommen. Manche haben schon gesagt, sie wissen es. Ich bin gespannt, wie sie das begründen. Viele hoffen bereits, Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ich vermute eher, dass wir noch eine Menge Tunnel am Ende des Lichtes erblicken werden. Eins allerdings scheint mir sicher, die Auswirkungen auf öffentliche Finanzen werden dramatisch sein. Die Europäische Union, der Bund, aber auch der Freistaat Sachsen versuchen mit einem Hilfs- und Ausgabenprogramm in schwindelerregender Höhe gegen die Krise anzusteuern. Alle relevanten politischen Parteien sind sich darüber einig, dass der drohende wirtschaftliche Absturz nicht durch Kleckern, sondern durch Klotzen verhindert werden muss. Es werden kraftvolle, ja martialische Bilder von Wumms und Bazooka geprägt. Trefflich streiten kann man sich allerdings darüber, ob die Bazooka immer ins Ziel trifft und nicht in vielen Bereichen eher einer Schrotflinte gleicht, wenn ich da mal an die Mehrwertsteuerabsenkung denke. Ob die mit den Maßnahmen verbundene gigantische Verschuldung generationengerecht ist, weil auch Kinder, die heute noch gar nicht geboren wurden, diesen Schuldenberg abtragen müssen, wage ich in der Tat zu bezweifeln. Darüber streiten kann man sich allerdings auch, ob die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, unsere Wirtschaft tatsächlich zukunftsfähiger machen und die richtige Reaktion auf die dringend notwendige Umsteuerung hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft darstellen. Fest steht, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber auch, alle wollen, dass dieser gefährliche Virus nicht auch dauerhaft die ökonomischen Lebensadern zerstört. Was wir alles falsch machen, wissen wir heute noch nicht. Das gilt für Europa, das gilt für Deutschland, für Sachsen, aber das gilt auch für Dresden. Und da denke ich manchmal, wenn ich gerade schon die ersten Beiträge gehört habe, dass haushaltspolitisch Dresden ein eigener Planet darstellt. Planet Dresden, das zumindest habe ich gedacht, als ich die Aussagen von Herrn Blödner gehört habe und eigentlich auch ein wenig das, was von Herrn Krüger gesagt wurde. Dresden hat in der Tat seit 1990 große Herausforderungen im Haushalt zu bewältigen gehabt. Die jetzigen sind unvergleichbar. Wir müssen verantwortungsvoll sie meistern. Es zeichnen sich Mindereinnahmen im Bereich 20 bis 23 von mehr als einer halben Milliarde ab.
so der Finanzbürgermeister. Ich fürchte, er ist an dieser Stelle noch zu optimistisch. Die Maßnahmen von Bund und Land, die einen Teilausgleich zum Beispiel bei der Gewerbesteuer bedeuten, mildern unser Problem und die Folgen für Dresden. Es gibt auch in Sachsen erfreuliche Entscheidungen zugunsten der Kommunen, allerdings auch bedauerliche, wenn ich da an den Bereich der kulturellen Förderung der freien Kultur denke. Wir dürfen aber in erster Linie, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht die Frage in den Mittelpunkt stellen, was können Bund und Land für die Kommunen und damit auch für Dresden tun. Wir müssen die Frage beantworten, was müssen wir in Dresden für die Bürgerinnen und Bürger zur Bewältigung der Lage tun. Glauben wir wirklich, Dresden könne sich während der Bund und im Land gigantische Größenordnungen an auch Krediten aufnehmen, dass wir uns hier schadlos halten können? Ist es nicht sogar ein bisschen arrogant, so zu tun, als ob Dresden sozusagen ein Sonderfall Deutschland ist? Keine Stadt in Deutschland wagt dies und deshalb sage ich in aller Deutlichkeit, die Schuldenfreiheit ist in der Corona-Krise pure Ideologie, die keinem hilft. Wir müssen Haushaltspolitik in Dresden neu denken und nicht weiter so sagen. Die Lasten der Corona-Krise dürfen nicht diejenigen in erster Linie tragen, die Dresden zu dem gemacht haben, was Dresden ist. Deshalb brauchen wir einen Infrastruktursicherungsfonds, mit dem wir weitestgehend die Aufrechterhaltung der sozialen, der kulturellen, ja unserer urbanen Infrastruktur sicherstellen. Wir müssen sparsam sein, dürfen aber nicht das gefährden, was Dresden lebens- und liebenswert macht. Wie viel Geld wir dafür benötigen, wissen wir heute noch nicht genau, weil wir sehr vieles, was mit dieser Krise einhergeht, noch nicht wissen. Wir brauchen ein flexibles Finanzinstrument, mit dem wir die Folgen erfolgreich bearbeiten können. Der Freistaat hat uns Möglichkeiten gegeben. Wir sollten von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen. Man macht ja auch in dieser Stadt von der Möglichkeit Gebrauch, zum Beispiel keinen Nachtragshaushalt, was wir gewünscht hätten, einzugehen. Ausdrücklich allerdings hat der Freistaat auch festgestellt, dass vor dem Hintergrund dieses Instrumentariums auch Haushaltssperren nicht mehr nötig sind. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Aufrechterhaltung der Haushaltssperre hier in Dresden auch bedeutet, ja, ich sag's mal so rum, ein tiefes Misstrauen des Finanzbürgermeisters gegenüber der eigenen Verwaltung und gegenüber dem Stadtrat darstellt. Deshalb möchte ich von dieser Stelle auch nochmal Herrn Dr. Lames auffordern, lassen Sie uns die Krise gemeinsam lösen und geben Sie dem Souverän, diesem Stadtrat, das Recht auf Haushaltsvollzug zurück. Wenn man viele Parameter nicht kennt, muss man auf Sicht fahren und nicht weite Strecken zurücklegen. Deshalb ist es auch unsere Auffassung, dass wir keinen Doppelhaushalt verabschieden sollten, der von falschen Annahmen geprägt sein wird, sondern wir sollten nicht dafür sorgen, dass bereits nach Verabschiedung des nächsten Doppelhaushalts dieser Makulatur ist. Klug wäre es, erst einmal für 2020 einen Haushalt zu verabschieden und zu schauen, wie ernsthaft uns diese Lage wirklich trifft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage ist ernst von uns zu nehmen und ich bitte Sie, ohne Diffamierung und ideologische Scheuklappen uns dieser gemeinsamen Verantwortung hier zu stellen und dann offensiv in die Haushaltsberatungen für das nächste Jahr einzusteigen. Vielen Dank. Als nächstes ist die AfD an der Reihe, Frau Dr. Schips. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, auch meine Herrschaften am Livestream. In Dresden leben derzeit etwa 95.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. So will man hoffen, gut umsorgt von ihren Familien. Die meisten von ihnen besuchen Kita, Hort oder Schule. Ihre Eltern sind größtenteils berufstätig, manche auch als Freiberufler oder mit einem eigenen Unternehmen. Viele haben außerdem eine enge Bindung zu ihren Großeltern. Da kommt auch das Märchenlesen dann bestimmt nicht zu kurz. Ich spreche hier von unseren Dresdner Familien, für uns als AfD die oberste Priorität, unabhängig von jeder noch so schlimmen Krise. Durch die staatlich verordnete, panisch aus der Hüfte geschossene Wirtschaftsquarantäne, man nennt sie auch Shutdown, sind nun vor allem auch diese Familien unverschuldet in Probleme gestürzt worden. Sie müssen die Folgen dieses Blindfluges ausbaden. Wegfall der Kinderbetreuung über viele Wochen, Eltern dazu verdonnert, ihre Kinder plötzlich selbst zu Hause unterrichten zu müssen. Dazu Existenznot,
massenhaft Kurzarbeit, drohende Arbeitslosigkeit, Insolvenzen, vielleicht sogar Hartz IV. Das zählt nicht nur an den Nerven, sondern vor allem auch am Kontostand der Familien. Und jetzt kommen gewählte Stadtvertreter unserer Stadt daher und wollen die Dresdner noch zusätzlich zur Kasse bitten, mitten in der wahrscheinlich größten Wirtschaftskrise seit 100 Jahren. Ich könnte da abends nicht mehr in den Spiegel schauen. Wenn man sich die aktuellen Beschlussvorlagen und Absichtserklärungen des Stadtrates anschaut, so sollen nämlich die Kita-Gebühren und die Elternbeiträge für den Kreuzchor erhöht werden und Wucherpreise fürs Parken eingeführt werden. Weitere Grausamkeiten sind wahrscheinlich nicht auszuschließen. Hinzu kommt die erklärte Absicht, neue Schulden aufzunehmen, wobei mit haushalterischer Trickserei das Neuverschuldungsverbot in unserer Hauptsatzung umgangen werden soll, indem die neuen Kredite einfach in städtische Unternehmen ausgelagert werden. Zurückzahlen müssen wir und unsere Kinder und Kindeskinder sie aber trotzdem, früher oder später. Wir als AfD-Fraktion haben darauf eine eindeutige Antwort. Wir sagen nein. Wir lehnen es ab, unseren Bürgern noch tiefer in die Tasche zu greifen. Deshalb hat meine Fraktion den Beschluss gefasst, in den nächsten 2 Jahren sämtlichen Gebührenerhöhungen eine deutliche Absage zu erteilen. Einem klar denkenden Steuerzahler kann man es nämlich längst nicht mehr vermitteln, dass Familien mehr für Kitas zahlen sollen und zugleich auf der anderen Seite einseitig ideologisch kontaminierte Projekte ungeschoren oder möglicherweise sogar noch mit mehr Geld davonkommen. Für uns heißt das, dass die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung in Dresden nicht nur eingefroren werden müssen, sondern darüber hinaus schrittweise abgesenkt auf das gesetzliche Minimum. Unsere Landtagsfraktion fordert zudem, die Kita-Beiträge in Sachsen ganz abzuschaffen. Das ist letztlich auch unser Ziel. Denn wir sagen Ja zur Familie. Und als bürgerlich-konservative Partei ist eine Familie natürlich eine Familie aus Mutter, Vater und Kindern. Wenn wir nach der Sommerpause den Haushaltsentwurf auf den Tisch haben, müssen wir uns ehrlich fragen, was könnte ein privater Unternehmer genauso gut oder besser machen als die Stadt? Was können wir verschieben? Worauf können wir mit gutem Gewissen verzichten? Was ist per se vielleicht ganz überflüssig? Und wo kann unser knappes Geld besonders viel für unsere Bürger und Bürgerinnen bewirken? Kurz gesagt, was können wir uns als Stadt jetzt und in naher Zukunft überhaupt noch leisten? Als AfD ist uns bewusst, dass es nicht nur unser Geld ist, sondern das unserer Steuerzahler, unserer Bürger. Überschüsse verbraten kann jeder. Eine wirklich verantwortungsvolle und nachhaltige Politik für Dresden wird aber ohne schmerzhafte Ausgabenkürzungen nicht durchzuführen sein. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, spätestens seit April ist unsere Wirtschaft im freien Fall. Die Prognosen werden seitdem immer nach unten korrigiert. Zuletzt waren 6% minus angesagt. Leider kann auch das milliardenschwere Konjunkturpaket der Bundesregierung den harten Aufprall der deutschen Wirtschaft nicht aufhalten, sondern bestenfalls für eine etwas weichere Landung sorgen. Denn durch den sogenannten Shutdown wurde ja auch nur eine bestehende Abwärtsentwicklung dramatisch beschleunigt und verschärft. Unsere Industrie, und das wissen Sie, befindet sich schon seit 2018 im Klimastrudel nach unten. Jetzt hat es noch die Dienstleistungsbranche, die das Ganze bisher stabilisiert hat, erwischt. Wir müssen jetzt vor allem eine echte Wertschöpfung nach Dresden holen. Das geht am besten durch eine Wiederbelebung und Stärkung des Tourismus und bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen. Dann kommen auch gut bezahlte Arbeitsplätze in unsere Stadt und können hier dauerhaft für unsere Bürgerinnen und Bürger gehalten werden. Die AfD steht für eine ehrliche Politik, Generationengerechtigkeit, Bewahrung unserer Identität, dazu gehören auch Märchen, und echte soziale Marktwirtschaft. Wir sind bereit und natürlich auch in der Lage, hier in der Stadt politische Verantwortung zu übernehmen. Und ein Wort an meine Vorredner, ich klammere jetzt mal Herrn Schmählich aus, wenn Sie das, was Sie hier gesagt haben, wirklich ernst nehmen, wenn Sie wirklich sparen wollen, wenn Sie wirklich das Geld vernünftig verteilen wollen, dann stimmen Sie sicher in Zukunft unseren Anträgen im Stadtrat mit Begeisterung zu. Vielen Dank. So, für die Fraktion Die Linke, Herr Schäuber. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben es gerade gehört, wenn man AfD wählt, kommt heraus, dass gestrichen und gekürzt wird. Und wer das nicht will, sollte die AfD nicht mehr wählen. Meine Damen und Herren, die wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Folgen
der Corona-Krise sind dramatisch. Die EU-Kommission erwartet eine Rezession historischen Ausmaßes. Ich zitiere den Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Er sagt, Europa erlebt einen ökonomischen Schock, wie es ihn seit der großen Depression nicht mehr gegeben hat. Meine Damen und Herren, angesichts dieser außergewöhnlichen Situation haben sowohl die Bundesregierung als auch die sächsische Staatsregierung weitreichende Maßnahmen eingeleitet, um den Kommunen zu helfen und die wirtschaftlichen und finanziellen Folgeschäden der Corona-Krise zu bekämpfen. Der Freistaat hat einen Schutzschirm im Umfang von 750 Millionen Euro aufgespannt und vom Bund wurde ein Konjunkturpaket in Höhe von 130 Milliarden Euro geschnürt. Ich denke, man kann hier mit Fug und Recht von einem Wumms sprechen, mit dem die Krise bewältigt werden soll. Und was macht nun die Landeshauptstadt Dresden mit Oberbürgermeister Hilbert daraus? Statt nun ebenfalls mit einem ordentlichen finanziellen Wumms zur Krisenbewältigung beizutragen, kommt noch nicht mal ein kleines Wümslein zustande. Ganz im Gegenteil, statt jetzt Geld auszugeben, auf das so viele Menschen so dringend angewiesen sind, erleben wir die fatale Politik der Haushaltssperre. Und zwar im Unterschied zu nahezu allen anderen sächsischen Kommunen. Und obwohl die Städte und Gemeinden durch die Regierung ausdrücklich von der Verpflichtung zu Corona-bedingten Haushaltssperren befreit wurden. Von der Stadtspitze werden damit die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen nicht nur nicht gemildert, sondern die auf Bundes- und Landesebene eingeleiteten Maßnahmen werden geradezu konterkariert. Während also Bund und Land im Angesicht der Krise den Gürtel lockern, wird er gleichzeitig in Dresden enger geschnallt. Das, meine Damen und Herren, ist eine wirtschaftspolitische Geisterfahrt und dieser Irrweg sollte schnellstmöglich verlassen werden. Und ich will es mal am Beispiel des Themas Kreditaufnahme benennen. Jeder Häuslebauer, jedes Unternehmen handelt doch vernünftig, wenn die sagen, wir investieren und für unsere großen Investitionen, die über viele Jahrzehnte hinweg wirken, die finanzieren wir mit einem entsprechenden langfristigen Kredit. Nur die Landeshauptstadt Dresden, die Stadtspitze, will klüger sein und entsprechend langfristige Investitionen kurzfristig aus dem Haushalt finanzieren. Das ist unvernünftig, das ist Ideologie und deshalb ist es richtig, diesen falschen Ansatz immer wieder in Frage zu stellen. Und ich möchte hinsichtlich der Haushaltssperre und der aktuellen Finanzpolitik nochmal auf einen Umstand zu sprechen kommen, der dem Ganzen gewissermaßen die Krone aufsetzt. Künstlerinnen und Kulturschaffende befinden sich ja vielfach in existenzieller Not. Ihnen steht das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern Oberkante, Unterlippe. Und jetzt werden sie durch die Haushaltssperre noch zusätzlich unter Druck gesetzt. Und anstatt nun einfach auf die Aufhebung dieser Haushaltssperre hinzuwirken und damit für Kunst und Kultur die dringend benötigte Luft zum Atmen zu schaffen, betreibt Oberbürgermeister Hilbert einmal mehr Selbstinszenierung. Im Stile des reichen Onkels werden mit großer Geste kleine Gaben verteilt. Und bei dieser Gelegenheit, da werden dann gleich mal Hilberts Kumpels, die ihm den Wahlkampf organisiert haben, einmal mehr großzügig mit Geld aus der Stadtkasse versorgt. Und zwar ohne jede Ausschreibung. Nennen wir es beim Namen, das ist gelber Filz, nichts anderes. Meine Damen und Herren, gleichzeitig drohen angesichts der gegenwärtigen Haushaltsplanungen in den kommenden Jahren erhebliche Einschnitte im kulturellen und sozialen Bereich. Nicht wenig von dem,
Was in den vergangenen Jahren in Dresden geschaffen und aufgebaut wurde, droht erheblichen Schaden zu nehmen, es drohen Strukturen zerstört zu werden. Und deshalb werden wir von der Linken uns in den kommenden Monaten im Rahmen der Haushaltsdiskussion mit ganzer Kraft dafür einsetzen, diesen falschen Weg nicht zu beschreiten, sondern die Weichen in eine andere, bessere und sozialere Richtung zu stellen. Vielen Dank. So, nach der Selbstinszenierung von Herrn Scholbach werden wir zum Abschluss der Aktuellen Stunde für die Verwaltung wird zum Thema Wumslein Herr Dr. Lames vortragen. Wie sieht denn tatsächlich die Lage aus? Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, dazu haben wir 5 Folien, die reichen für die Lage im gegenwärtigen Moment. Aber eine kurze Reflexion der Debatte von vorhin, gönnen Sie mir vielleicht bitte noch, es ist ja toll zu hören, wie vielfältig die Meinungen sind und es ist auch wunderbar, in einem demokratischen System, einer demokratischen Ordnung zu leben. Denn wir alle sitzen hier, oder zumindest die allermeisten von uns, und das ist gut, mit dem Grundvertrauen, dass wir in weniger als einem halben Jahr bei aller Unterschiedlichkeit der Meinungen in diesem Hause hier einen Haushalt miteinander verabschieden können. Das trauen wir uns zu und das ist gut, das ist etwas, worauf wir aufbauen können. Unsere Kunst wird es sein, einen solchen Entwurf vorzulegen, der in der Lage ist, 36 Stimmen in diesem Hause bei allen Meinungsunterschieden vorzulegen. Und dazu gehört, dass wir Investitionskraft sichern wollen, dass wir den sozialen Zusammenhalt stärken und bewahren wollen und dass wir gleichzeitig die Zukunftsthemen bearbeiten müssen. Einige stehen hier aufgelistet: Bildung, Klimaschutz, Mobilität. Daran halten wir fest, auch in dieser Zeit. Dann kriegen Sie von mir auch die animierte Version. Sehen Sie, ich habe mich schon geärgert, dass die animierte Version nicht erscheint, denn die brauchen wir gleich noch für das, was ich Ihnen zeige, sonst schaffe ich es nicht mit 5 Folien, ganz klar. Ein bisschen animiert müssen die Folien sein. Wie gehen wir ran? Wir geben eine Antwort in dem künftigen Doppelhaushalt, und zwar Doppelhaushalt, genau wie das Land auch. Eine Antwort, die heißt, wir geben gleich viel aus, obwohl wir erheblich weniger Einnahmen haben. Sie sehen hier den Ansatz von 2020, 1,8 Milliarden. Wir werden den Ansatz etwa 1,8 Milliarden haben, 2021 und 2022 auch wieder. Gibt 3,6 Milliarden im Ergebnishaushalt für den Doppelhaushalt. 3,6 Milliarden, eine wunderbare Zahl, die sich bewährt hat in vielfältiger Hinsicht. Damit bauen wir eine Brücke über diese Krise. Wir geben einen Impuls nach draußen in die Stadt und gleichzeitig bewahren wir den Blick für das Machbare. Wenn Sie da jetzt noch kleine Defizite im Ergebnishaushalt sehen, das können Sie vernachlässigen. Das ist nicht unser Problem. Zu unseren Problemen komme ich auch noch. In diesen Balken, in diesen Einnahmeerwartungen, Ausgabeprognosen, da stecken alle Chancen und Risiken noch drin. Da ist noch nicht das eingerechnet, was wir vom Bund erwarten können, aber Vorsicht an der Bahnsteigkante. Es wird nicht das ganz Gravierende sein, was uns in den künftigen Jahren rettet. Und alle Rettungsbotschaften, die bisher neben den Kosten der Unterkunft gesandt worden sind, die haben sich ausschließlich auf das Jahr 2020 bezogen. Das muss man in dieser Deutlichkeit sehen. Wir hoffen
oder wir können rechnen mit Hilfen vom Bund. Wir hoffen, dass das Land auch nochmal nachstellt, obwohl unsere kommunalen Vertreter schon unterschrieben haben dafür, dass es nicht so viel geben wird, sondern die jetzt die Regelung weiter gilt. Aber es stecken auch alle Risiken in diesen Zahlen. Die Risiken, die darin bestehen, dass wir tatsächlich die gesetzlich zulässige Einnahme bei den Kindertagesstättenbeiträgen vorgesehen haben, dass wir die Erhöhung der Parkgebühren vorgesehen haben, dass wir davon ausgegangen sind, wir werden in der Summe keinen Personalaufwuchs haben, dass wir davon ausgegangen sind, wir werden eine Nullrunde beim Tarif haben. Und Sie wissen, der Tarifvertrag ist von den Gewerkschaften gekündigt. Es wird im Herbst in Potsdam verhandelt. Wir werden das zu verarbeiten haben. Und das weitere Risiko, die Steuerschätzung, die noch vor uns ist. Es wird jetzt nicht ohne Grund im Dreimonatsrhythmus geschätzt. Und alle, die sich auskennen, rechnen eher damit, dass die nächste Steuerschätzung schlechter sein wird. Und egal, wie wir weitermachen, meine Damen und Herren, Sie werden alle miteinander lernen müssen, auch Nein zu sagen. Was heißt das aber für das Ausgabenvolumen in unseren Geschäftsbereichen? Sie sehen das bisschen da, das kriegt der Oberbürgermeister. Sie sehen die Kontinuität in seinen Ausgabemöglichkeiten. Die absoluten Zahlen sind schon angeschlagen, Sie bekommen die ja auch. Der Geschäftsbereich 1, Finanzen, Personal und Recht, kontinuierlich in seinen Ausgabemöglichkeiten. Der Geschäftsbereich 2, Bildung und Jugend, kontinuierlich in seinen Ausgabemöglichkeiten. Gleichzeitig aber haben wir zusätzliche, muss man deutlich sehen, zusätzliche Schulen, wir haben möglicherweise steigende Heizkosten etc. etc. Das heißt, wir werden dort haushalten müssen, in der Tat mit dem zur Verfügung stehenden Geld. Einen minimalen Aufwuchs haben wir im Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit. Das ergibt sich insbesondere aus dem Aufwuchs von zusätzlichem Personal, was im Bürgeramt eingestellt wurde und wo die steigenden Personalkosten trotz der tariflichen Lage sich jetzt noch weiter festschreiben werden. Der Geschäftsbereich Kultur, gleichbleibendes Ausgabenniveau. Das heißt nicht, dass wir uns gleich viel leisten können, aber das Ausgabenniveau insgesamt kann gleich bleiben nach dem Stand, den wir in der OB-Klausur erreicht haben. Und insofern sind Debatten, wie sie teilweise im Kulturbereich in der Gesellschaft befördert werden und befeuert werden, dass hier eine Kürzungswelle droht, sind schlicht und ergreifend verantwortungslos. Steigende Sozialausgaben haben wir einkalkuliert, das ist der Krise geschuldet. Wir werden uns im Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Liegenschaften positiv entwickeln und wir werden auch im Bereich Umwelt berücksichtigen, dass wir zusätzliche Bäume haben und die auch zusätzlich gießen müssen. Das wirft dann einen weiteren Blick auf unsere Investitionen. Hier nochmal in Erinnerung gerufen, es wurde schon angesprochen, ich brauche es nicht zu vertiefen, investive Ausgabereste. Wir haben 2020 dazu eine erhebliche Summe dazugesellt. Wir werden ein etwas abgeschmolzenes Investitionsvolumen bewältigen können, im Jahre 2021 und 2022. Wodurch haben wir es abgeschmolzen? Da ist jetzt schon eingerechnet, dass wir die Investition Robotron-Kantine jetzt herausgenommen haben und dass wir die Investition Neues Verwaltungszentrum in der Tat ausgelagert haben in eine kreditfinanzierte oder auslagern wollen, in eine kreditfinanzierte Errichtung durch eine städtische Gesellschaft. An dieser Stelle eine Bemerkung zum Neuverschuldungsverbot. Die Lösung, die wir Ihnen vorschlagen, die ist mit Buchstaben und Geist dieses Neuverschuldungsverbotes vereinbar.
Sie ist eine Reaktion in dieser jetzigen Zeit. Und für jemanden wie mich, für den das Neuverschuldungsverbot niemals Selbstzweck und auch schon gar keine Religion gewesen ist, ist es auch kein Problem, sowas vorzuschlagen. Und auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass wir Maß und Ziel bewahren und uns nicht auf Pump Dinge finanzieren, die wir uns dauerhaft nicht leisten können. Das wäre eine Abkehr von der Nachhaltigkeit unserer Haushaltswirtschaft, und die dürfen auch in Krisenzeiten, darf es diese Abkehr nicht geben. An der Stelle noch ein kleines Wort zum Märchen von der Sonderrolle der Landeshauptstadt Dresden. Schauen Sie bitte nach Leipzig, dort gibt es ein Ausgabenreduzierungsprogramm in der Verwaltung. In Chemnitz gibt es eine Haushaltsbewirtschaftungsverfügung, in Dresden gibt es eine Haushaltssperre, in Zwickau gibt es eine Haushaltssperre. Das sind die vier größten Kommunen in Sachsen und überall gibt es das. In Köln gibt es eine Haushaltsbewirtschaftungsverfügung, in Nürnberg ein Ausgabenreduzierungsprogramm und so weiter. Wir sind überhaupt nicht alleine mit diesem Thema. Man kann es noch vertiefen. Es erzählt sich so schön, aber es stimmt hinten und vorne nicht. Schauen wir uns an, wie wir diese Investitionen finanzieren. Und das zeigt eben auch die Zwänge, in denen wir sind. Diese gelben Balken, das ist das, was wir ausgeben wollen für Investitionen, wohlgemerkt schon nach dem reduzierten Programm. Und jetzt kommt das, was eigentlich nach der Denkweise unseres Haushaltsrechts diese Investitionen trägt, nämlich unser Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Den blende ich Ihnen jetzt ein. Bitte schauen Sie genau hin, damit Sie ihn auch sehen, denn er ist nicht groß. Das ist der derzeit geplante Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. So ist es. Die 17 sind aber Minus. Das ist ein Defizit. Das ist der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das resultiert daraus, dass wir gleich viel Geld ausgeben, obwohl wir erheblich weniger Einnahmen haben. Da kommt es her. Und trotzdem sage ich Ihnen, wir werden diesen gelben Balken erfüllen können. Und wir gucken uns an, wie wir es machen, indem zunächst einmal Fördermittel und Hilfen des Landes dazukommen. Das sind Schlüsselzuweisungen, das sind Fördermittel für die Investitionen. Die haben wir immer noch eingeplant. Völlig klar. Aber auf der anderen Seite ein Blick ins Land nach gegenwärtiger Verfassungsrechtslage im Land. Müssen die 6 Milliarden Euro, die als Kredit aufgenommen worden sind, in 6 Jahren getilgt werden. Das ist 1 Milliarde pro Jahr bei einem Haushalt des Landes von 21 Milliarden. Glauben Sie nicht, dass das spurlos am Land vorübergehen wird. Es wird dort diskutiert werden, völlig klar, über diese Frist der Tilgung. Das möge auf Landesebene diskutiert werden, aber auf uns wird es Auswirkungen haben. Wohlgemerkt, das sind jetzt die Mittel, die wir zusätzlich einwerben. Dann haben wir dort einen Fehlbetrag. Sie sehen den gleichen in dem grünen Pfeil. Das ist ein Fehlbetrag, den wir für die Investitionen decken müssen. Wie decken wir diesen Fehlbetrag? Indem wir das Ziel in diesem Haushalt 2020 erreichen. Das Ziel erreichen, dass wir freie Liquidität bewahren. Freie Liquidität behalten. Das ist in diesem Haushalt zu erreichen. Und das muss, meine Damen und Herren, in diesem Haushalt zu erreichen sein, wo wir große Belastungen zu schultern haben, aber eben auch 2020 große Hilfen bekommen. Das ist die freie Liquidität. Die brauchen wir und die legen wir dann drunter und schmelzen die freie Liquidität nahezu vollständig ab im Jahre 2021. Und rutschen auch mit 108 Millionen Euro ins Defizit im Jahr 2022. Und danach, meine Damen und Herren, müssen die Pferde wieder saufen.
Sonst reden wir hier über andere Themen, aber auch das werden wir demokratisch bewältigen, egal wie es dann weitergeht. Diese 108 Millionen Fehlbetrag, das lassen Sie uns jetzt mal alles in Ruhe im Sommer bewältigen. Das werden wir machen. Da gibt es noch eine Rücklage für das neue Verwaltungszentrum. 74 Millionen können wir dort zum Einsatz bringen und viele andere Dinge mehr. Wir werden die Instrumente dazu ansetzen und werden bei Ihnen mit einem Vorschlag vorstellig werden. Denn das, meine Damen und Herren, das schulden wir Ihnen, einen Vorschlag, der hier 36 Stimmen und vielleicht noch mehr bekommen kann. Denn der ist dann die Grundlage für die Entwicklung unserer Stadt zum Besten. Und das kann gerade in der Erkenntnis der Krise auch gedeihen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Lammes. Zum Abschluss der Aktuellen Stunde zum Thema Prioritäten des Doppelhaushalts 21 und 22 und der mittelfristigen Finanzplanung. Ich glaube auch nochmal ganz wichtig, damit wir wissen, worüber wir tatsächlich reden. So, jetzt machen wir in der Tagesordnung, haben Herr Schmählich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, weil ich es jetzt seit 6 Jahren erlebe und ich wirklich es leid bin, möchte ich als persönliche Erklärung noch einmal ausdrücklich rügen, dass ich wieder, also es wird hier, was ich sehr lobenswert finde, für die Menschen mit Gebärdensprache übersetzt. Ich habe bereits seit 6 Jahren immer wieder den Versuch unternommen, als Sehbehinderter solche Präsentationen, damit ich einer Debatte folgen kann, zu bekommen. Ich habe sie wieder nicht bekommen. Ich rüge das ausdrücklich und ich hoffe ein für alle Mal, dass das sowohl im Stadtrat als auch im Grunde genommen in den Ausschüssen vorbei ist. Ich fühle mich hart diskriminiert und ich möchte das nicht mehr ertragen müssen. Danke. Bitte schön. Ich möchte auch eine persönliche Erklärung als gleichstellungspolitische Sprecherin abgeben. Und zwar möchte ich mich bei allen Familien entschuldigen, denen im Rahmen dieser Debatte unwidersprochen abgesprochen worden ist, eine Familie zu sein. Natürlich sind Sie alle Familien und herzlichen Dank für Ihren Einsatz während der Krise. So, weitere persönliche Erklärungen haben wir nicht. Dann machen wir in der Tagesordnung weiter. Haben